Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo featuring Crush 4589 höchstpersönlich. Wieder mal mit News aus der Gaming-Welt, ja, und mal wieder dreht es sich hierbei um Nintendo. Ja, Nintendo bringt in letzter Zeit so schnell hintereinander so viel neuen Stuff raus, dass ich selber auch kaum hinterherkomme, das auch mit euch zu teilen. Und dabei befassen wir uns diesmal mit zwei Dingen, welche mich persönlich sowohl vom Hocker gehauen haben, als auch mich eher nicht so begeistern oder mich eher skeptisch stimmen. Und bezüglich des ersten, der ersten Neuerung, möchte ich euch eine wichtige Frage stellen. Und zwar, ihr kennt ja eigentlich Tekken, wenn ihr euch an mein Street Fighter Cross Tekken Let's Arcade, was ja eins meiner ersten Projekte war und qualitativ deshalb nicht so gut war. Wenn ihr euch daran erinnert, dann wisst ihr natürlich, was ich damit meine, oder ihr werdet generell schon die Tekken-Serie kennen. Tja, da fragt ihr euch aber jetzt, was hat das mit Nintendo zu tun, falls ihr es noch nicht wisst. Nun, ich würde sagen, wir drehen nochmal die Zeit um ein paar Tage zurück. Sagen wir zu dem Zeitpunkt, als ich selber mal davon erfahren habe, als ich gerade von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Seht es euch an. Und dann wisst ihr mehr. Was ist denn heute Schönes auf YouTube? Jede Menge Epic Stuff. Was ist das? Pokken Tournament? Was? Ist es ein neues Spiel für Wii U? Neues Pokémon-Game? Wow. Ja, so ungefähr war damals meine Reaktion darauf. Ist das zu fassen? Nintendo plant jetzt ein richtiges Crossover mit Namco und macht jetzt ein Tekken in Pokémon-Stil? What the hell? Das ist ja echt krass. Ich meine, ich bin ja selber schon ein kleiner Tekken-Fan. Das merkt man auch, da ich ja auch im Besitz dieser drei Schmuckstücke hier bin. Also zum einen Tekken 5 als Platinum, Tekken 6, natürlich enthält Tekken 5 sogar noch Tekken 1, 2 und 3 und Tekken Tag Tournament 2. Ich meine, ich habe nicht die komplette Serie gesammelt, aber ich habe schon mal die klassischen angezockt. Tekken 4 hatte ich leider auch nicht mehr. Und auf den ersten Blick hätte ich jetzt zuerst gedacht, es würde sich hierbei um ein DLC für die Nintendo Wii U Version von Tekken Tag Tournament 2 handeln, weil Tekken Tag Tournament kam ja vorerst noch für PS3 und Xbox 360 raus, aber nach dem Launch der Wii U wurde sogar noch eine Wii U Version von diesem Spiel herausgebracht und da hatten die Kämpfer noch zusätzlich bekamen die Kämpfer nur exklusiv in der Version noch zusätzlich ja, Mario und Luigi oder Peach Kostüme oder Zelda Link Kostüme, also alles mögliche. Und da dachte ich zuerst, es würde sich jetzt um ein weiteres DLC handeln für dieses Spiel, das jetzt Pokémon-Kämpfer wie wir gerade gesehen haben, Machomai und Lucario mit dabei wären. Als exklusive Kämpfer für die Version.
Aber dem ist nicht so. Nein, es ist ein offizielles Spiel. Nintendo und Namco planen gemeinsam ein Pokémon-Spiel im Tekken-Stil. Das ist schon ziemlich krass, weil ich dachte ernsthaft, dass ich habe niemals daran gedacht, dass sie mal ein Beat'em-up mit Pokémon herstellen werden. Ich meine, klar, kam ja schon ganz andere Dinge bei Pokémon raus außerhalb der Haupteditionen, wie zum Beispiel Mystery Dungeon, Ranger. Die haben alle von der Pokémon-Serie abgedriftet oder auch Poképark oder Pokémon Rumble. Also, da gab es ja schon natürlich auch jede Menge Spin-Offs, aber Tekken, ernsthaft? Ich meine, so schlecht empfinde ich das nicht. Ich würde das sogar abfeiern. Das Problem aber, man sagt, dass das Spiel angeblich nur Japan-exklusiv sein soll und auch nur für Arcade-Automaten. Aber bin ich eher noch skeptisch. Und ich denke, ihr seid es auch, weil wenn ihr euch den Trailer genau angeschaut habt, ihr müsst auch keine Detektive sein, um dann zu erkennen, dass das bestimmt ein Troll von Nintendo sein muss, weil die werden das garantiert auch für Wii U rausbringen bei uns. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das nur für Arcade-Automaten auch noch Japan-exklusiv haben, weil wenn das Japan-exklusiv wäre, dann würden sie noch nicht mal einen mehrsprachigen Trailer rausbringen, weil der Trailer war komplett auf Deutsch gedubbt und was für ein Sinn. Also ich sehe als Publisher keinen Sinn dahinter, wenn ich noch extra den Trailer übersetzen lasse und auch noch in Europa veröffentliche. Hä? Oder generell in Deutschland, Schweiz und Österreich und in allen Sprachen auf YouTube und hä? Das. Da denke ich nicht, dass sie das jetzt exklusiv nur für Arcade-Automaten herstellen will. Ich bitte euch, das ergebe für mich persönlich echt keinen Sinn. Das kommt garantiert noch für Wii U, darauf wette ich, aber vor Ende 2015 wird das höchstwahrscheinlich nichts. Ich schätze mal vielleicht auch erst 2016, weil das Spiel befindet sich noch direkt in Entwicklung, kommt ja erst nächstes Jahr als Arcade-Automat raus und Arcade-Automaten sind auch eher so eine Art Beta-Version. Die haben noch nicht alle Elemente dieses Spiels drin, also die Story, richtige Steuerungselemente und die Charaktere, die man individuell gestalten kann, was auch immer, also die ganzen zusätzlichen Spielmodi haben sie nicht. Da ist ja schon der Spielmodi vorbestimmt, der Time-Attack-Modi. Weil einzig allein der ist ja schon, zumindest bei Tekken-Serie, ist ja generell immer drin gewesen. Bei den Arcade-Automaten-Versionen von der Tekken-Reihe, da ist immer nur der Time-Attack-Modi drin. Aber der Story-Modus oder so gibt es da nicht. Dann kann man das eher schon als Beta betrachten. Deshalb kann es jetzt bestimmt auch extrem lange dauern, bis das Spiel dann auch wirklich bei uns erscheint. Aber ich bin mir ziemlich sicher, oder ich persönlich denke wirklich, dass das nur ein Troll von Nintendo sein muss, dass sie das jetzt nur für Japan exklusiv rausbringen wollen, weil ich sehe da wirklich keinen Sinn dahinter, wenn sie das extra sogar einen deutschen Trailer dafür rausbringen würden. Hä? Meint ihr etwa, wir reisen jetzt extra nach Japan, nur um das Spiel anzocken zu können? Ich glaube, das ist nicht der Sinn dahinter. Nee. Da wäre ich ja ganz bescheuert, wenn ich das jetzt tun würde. Nee. Ohne mich. Also da. Wenn dann, wird das schon wirklich auch bei uns rausgebracht und auch als Konsolenport. Weil, naja, als Arcade-Automat könnte es auch nur bei uns rauskommen. Könnte ja sein, aber. Nee. Ich persönlich denke, es kommt auch für Wii U. Und generell sehr ungewöhnlich ist das Crossover eigentlich auch nicht, weil die arbeiten wirklich schon ziemlich gut zusammen. Beste Beispiele sind dafür Mario Kart Games, die nie bei uns veröffentlicht worden sind. Da haben nämlich Namco und Nintendo damit zusammengearbeitet, weil nämlich Pac-Man-Kartiere als Kartfahrer auch mit am Start waren.
Den genauen Namen dieser Mario Kart Reihe ist mir jetzt dabei nicht mehr so bekannt. Ich glaube Mario Kart GP oder so, glaube ich, heißt diese Mario Kart Reihe und beinhaltet sowohl auch als Fahrer Pac-Man und die Geister aus der Pac-Man Reihe. Und auch andere Charaktere, aber das weiß ich halt nicht mehr, welche das waren. Auf jeden Fall, als Arcade-Automaten gab es auch ein Mario Kart. Und da hat natürlich Namco auch mit dabei ihr Spiel gehabt. Und ein weiteres Beispiel ist ja auch jetzt das neue Super Smash Bros. Mit Pac-Man als Kämpfer. Und wenn ich mich nicht täusche, soll dieses Mal anstelle von Nintendo Namco der Publisher von Super Smash Bros. Werden. Obwohl, ich glaube eher die höheren Rechte darauf hat immer noch Nintendo, weil hauptsächlich Nintendo-Charaktere darin vorkommen und hauptsächlich ist dieses Spiel auch für Nintendo-Charaktere gemacht, nur auf Brawl kamen noch die Gäste dazu wie Sonic und Solid Snake. Der wird anscheinend dieses Mal im neuen Super Smash Bros. Ausbleiben. Echt schade, weil Solid Snake ist wirklich ein cooler Charakter gewesen. Also in Super Smash Bros. Hab ich ihn gemocht. Er war gut zu steuern und war ein super Kämpfer. Und auf den verzichten sie jetzt leider in neuen Super Smash Bros. Generell habe ich mir gewünscht, dass wirklich so ziemlich alle Brawl-Charaktere auch im neuen Super Smash Bros. Inklusive der neuen, die jetzt bisher veröffentlicht worden sind, auch dabei sein werden. Aber daraus wird nichts. Die einzigen, auf die ich wirklich jetzt verzichtet hätte, wären Toon Link, Pummeluff, Wurf. Sicher, die Charaktere sind sogar Geheimcharaktere in Brawl, aber nee, auf die hätte ich verzichtet. Vielleicht auch Lukas hätte ich rausgenommen, weil Ness bleibt der Hauptheld der Mother-Reihe und beziehungsweise Earthbound. Und ich denke, er hat dann auch wirklich den besten Platz in Super Smash Bros. Verdient. Also er hat auch sich den Platz in Super Smash Bros. Verdient, aber ich weiß nicht, bisher weiß ich noch nicht, ob er auch im neuen Super Smash Bros. Mit dabei ist. Bisher weiß ich da noch nichts, aber es kommt noch. Wir werden es ja schon sehen, ob er im neuen Super Smash Bros. Als Kämpfer auch wieder mit dabei sein wird. Die Hoffnung besteht ja, weil er muss ja noch supportet werden, bei Lukas sieht es eher schlecht aus. Oh, und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer sonst noch gehen würde. Mewtwo fehlt ja auch zum Beispiel noch, den vermissen auch die Fans noch schmerzlich. Und was ich auch mal bevorzugen würde, wären auch zum Beispiel mehr Sonic-Charaktere, aber es bleibt immer noch bei Sonic anscheinend. Mal gucken, es ist ja noch nicht das Spiel draußen und anscheinend befindet sich noch ein bisschen in Entwicklung. Sorry, ich wollte mich nur kurz aufrichten, bin da ausgerutscht. Also, was ich jetzt sagen wollte, das Spiel ist ja noch nicht ganz fertig, es müssen noch ein paar Feinheiten erledigt werden. Und dann werden wir sehen, wie es im 90 bei Smash Bros. Für 3DS aussehen wird. Und jetzt kommen wir aber wieder zum Thema zurück, zu Pokken. Ja, es heißt auch Pokken. Die verbinden auch tatsächlich die Namen miteinander. Also die Titel. Gott. Das klingt für mich aber eher bescheuert, weil das klingt ja wie Pocken, also wie eine Krankheit. Nee. Weil als ich das auch in Google eingegeben habe, haben sie dann zuerst noch als Superauswahl Pocken, also die richtige Krankheit, rausgesucht als Suchergebnis. Und nur wenig was von richtigen Pokken. Naja, aber das ist auch erst sehr frisch bekannt. Ich meine, es kursierten auch schon Gerüchte über ein neues Pokémon Beat'em Up, also beziehungsweise Action Game. Da habe ich schon mal einen Bildausschnitt davon gesehen. Aber bisher war da noch nichts Genaues bekannt. Und jetzt ist es bestätigt, es wird ein Beat'em Up im Stile von Namco's Tekken. Und okay. Also ich mag ja Tekken generell. Auch lieber als Street Fighter. Weil Street Fighter ist für mich zu blöde zu steuern. Also wenn dann, würde ich es begrüßen, wenn das Spiel dann rauskommt. Hoffentlich. Vielleicht auch ein Let's Play. Gut möglich. Aber wer weiß, wie lange es noch dauert und ob ich bis dahin dann noch Let's Playen werde. Das ist halt die Frage. Warten wir es mal ab. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Das möchte ich euch nämlich auch noch
wirklich vorstellen und dann gebe ich meine Meinung dazu ab. Also, Film ab. Ihr habt richtig gesehen. Ein neuer 3DS. Ein neuer 3DS? Ernsthaft, Nintendo? Haben nicht schon der normale 3DS, der 3DS XL und der 2DS? Na wohl, vielleicht für diejenigen, die jetzt den 3D-Effekt nicht nötig haben und auch weniger Geld ausgeben wollen, für die ist es vielleicht sinnvoll, aber... ein bisschen müde, weil das nehme ich jetzt spät in der Nacht auf. Für diejenigen ist es vielleicht sinnvoll, wenn sie jetzt wirklich keinen, wie schon gesagt, keinen 3D-Effekt und so benötigen, aber und auch nicht so viel Geld ausgeben wollen, aber dass man es nicht zusammenklappen kann, da ist die Gefahr höher, dass der Bildschirm zerkratzt wird. Deshalb empfehle ich den 2DS schon als wirklich unnötig. Und jetzt noch sowas? Ich meine, sicher. Es könnte ein verbesserter 3DS XL sein. Polydem jetzt, ihr habt es ja auch gesehen, es gibt jetzt auch so eine Art zusätzlichen Pad, womit man also auch die Kamera steuern kann. Das finde ich schon in Ordnung und es scheint so, als würde sogar das Bild ein bisschen besser aussehen dabei. Aber jetzt gibt es ein großes Problem dabei, was ich auch noch vernommen habe. Dieser neue 3DS soll anscheinend jetzt nicht bloß ein neues 3DS-Modell sein, sondern gleich eine neue Generation der Handmobilkonsolen von Nintendo darstellen. Weil nämlich auch exklusiv nur für diese eine Konsole auch Spiele rauskommen sollen, die auf dem normalen 3DS nicht funktionieren. Ernsthaft jetzt? Das gibt ein großes Problem, weil genau dieses Spiel könnte ich dann jetzt nicht mehr in hoher Qualität let's playen, weil ich habe jetzt schon extra eine 3DS Capture Card und auf einmal bringt die dann nichts mehr wegen dem, weil jetzt nur noch Spiel rauskommt, wenn wir diese neue Konsole, diesen neuen 3DS nur kompatibel sein werden. Das ist ein Problem. Dann müsste ich wieder auf die Kamera setzen. Ich weiß ja nicht. Ich meine, generell war ja schon damit hätte man schon damit rechnen können, wollte ich jetzt sagen. Weil der 3DS ist schon ziemlich weit draußen und nach einigen Jahren kommt da immer wieder eine neue Konsole raus. Und da kann man sich schon denken, dass da irgendwann jetzt schon um die Zeit eine neue Handmobilkonsole von Nintendo rauskommen würde, aber. Ich meine, das wäre jetzt wieder ein bisschen zu voreilig. Ich meine, es ist ja eigentlich offiziell noch nicht mal wirklich eine neue Generation. Und weil, ich meine, wie bitteschön sollte das jetzt noch direkt unterscheiden? Und was soll jetzt bitteschön bei diesem neuen Spiel so großartig anders sein? Ich meine, vielleicht liegt es auch nur daran, wegen dem Schiebepad und so, also den zusätzlichen, dass die Spiele auch nur mit diesem Schiebepad gesteuert werden können. Aber das ergibt für mich keinen Sinn, dass man dann jetzt extra wieder seinen alten 3DS verwerfen muss, nur damit man sich wieder diesen neuen 3DS kaufen kann. Nur damit man sich diesen neuen 3DS kauft, damit man diese Spiele auch zocken kann, zusätzlich zu anderen 3DS-Games. Und ich weiß noch nicht mal, ob jetzt auch normale DS-Games darauf funktionieren.
weil dann wäre es vielleicht für mich fürs Privatzocken ein Kaufgrund, aber fürs Let's Play brauche ich schon eine Capture Card dazu. Und ich glaube, das gibt's noch nicht mal. Das wird es auch Ewigkeiten nicht geben. Ich weiß nicht. Wir müssen erst mal gucken, wie das in Zukunft aussieht. Weil ich fürchte, bis dass dieses Spiel rauskommt, dauert es noch eine Weile. Und da weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch dann Let's Playen werde. Es heißt nicht, dass ich dann auch direkt aufhören werde. Weil ich werde euch noch so lange wie möglich unterhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, weil ich möchte noch sehr viele Spiele Let's Playen. Das habe ich mir so vorgenommen und das wird auch durchgeführt. Aber über diesen neuen 3DS kann ich trotzdem nicht so wirklich viel positives Feedback geben, weil Nintendo schmeißt jetzt Unmengen Geld an Entwicklung für neuere Modelle raus. Und das natürlich auch in einem ziemlich knappen Zeitabstand, weil der 2DS war wohl auch nicht vor allzu langer Zeit veröffentlicht und jetzt kommt schon wieder was Neues. Sie wollen jetzt hoffentlich nicht einen auf Samsung machen und jetzt immer wieder alle paar Monate, wie zum Beispiel Samsung. Nehmen wir mal als Beispiel Samsung, weil die bringen alle paar Monate immer ein neues Galaxy, ein neues Samsung Galaxy raus. Ich glaube, aktuell gibt es ja schon das S5. Samsung Galaxy. Wie nennt man das so? Samsung Galaxy S? 1, 2, 3, 4? Ich habe das schon verdrängt, auch aus dem Grund. Aber auch aus dem Grunde, weil ich nicht den Handy überwarn oder den Smartphone überwarn habe. Weil die sind da echt wahnsinnig, wenn sie da jetzt immer wieder alle paar Monate was rausbringen und es gibt trotzdem werden sie davon nicht bankrott, weil es immer viel zu viele Verrückte gibt, die immer wieder das Neueste haben wollen unter den Handys. Und geben sofort zum Release und auch das meistens vor gleich zum Release. Und da denke ich mir, vor allem diese Handys kosten schon mindestens so viel wie ein Computer, wie ein ganzer. Über 800 Euro. Da kaufen wir lieber einen PC um den Preis, weil das ist unnötige Geldverschwenderei. Und auch nur alle paar Monate. Ich meine, die werden jetzt nicht gleich zum Release kaufen, aber auch nicht allzu viel später kaufen sie sich meistens diese. Ich will jetzt natürlich keine Vorteile gegenüber solchen. Wenn einige von euch darunter sind, dann ist es natürlich eure Sache. Ihr müsst wissen, was ihr mit eurem Geld tut, okay? Ich will mich da jetzt nicht bei euch einmischen, bei euren Privatleben. Okay, bitte, ich verstehe das nicht, das ist auch keine Beleidigung an euch. Bitte, nehmt das jetzt nicht persönlich, okay? Es ist nicht kein Angriff an euch. Ich persönlich finde das nicht so gut. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und jeder hat seine eigene Meinung. Die muss man natürlich respektieren, aber wenn sie auf Kosten von anderen geht, dann nicht. Sollte man sich lieber bei sowas zurückhalten. Ihr versteht jetzt, was ich meine. Und so viel mal dazu. Kommen wir jetzt wieder zum Thema zurück, der neue 3DS. Ja, skeptisch. Ich meine, Kaufgrund fürs Privatzocken könnte drin sein für mich, aber es muss nicht sein. Vor allem habe ich eigentlich schon beschlossen, mit den Konsolen aufzuhören. Nach der Wii U und der PlayStation Vita habe ich beschlossen, keine neue Konsole mehr mir zu besorgen. Das bleibt jetzt auch so. Weil für das, was ich jetzt aktuell habe, werden da auch noch mehr als genug für Spiele in viele Jahre noch rauskommen und auch für die Next Gen. Und auch was jetzt für die Next Gen kommt, wird auch noch bestimmt auch für die Vorgänger da sein. Weil ein Beispiel dafür ist auch Dragon Ball Xenoverse. Ist ja für die Next Gen Konsole geplant, kommt aber auch für die Vorgänger. Zum Glück, ey. Und ja, da werde ich ja auch die Xbox 360 Version davon Let's Playen. Das habe ich ja auch vorangekündigt. Und ansonsten war es das jetzt auch wirklich mit diesen Nintendo News. Ich denke, ich habe euch so ziemlich jetzt mitgeteilt, was ich weiß. Also was ich jetzt aktuell erfahren habe und meine persönliche Meinung dazu abgegeben. Jetzt ist eure Meinung gefragt in den Kommentaren. Was haltet ihr davon? Und
und würdet ihr das kaufen, bla bla bla, was auch immer. Ab damit in den Kommentaren, bitte. Und ansonsten bedanke ich mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Über mich gibt es jetzt aktuell nicht wirklich was zu sagen, außer in meinem aktuellen Mario Kart 8 Online Let's Play. Da zeige ich euch schon mehr, was jetzt aktuell bei mir los ist. Da findet ihr meine aktuelle Lage. Darin findet ihr meine aktuelle LP-Lage vor. Zum Beispiel, wie es jetzt bezüglich meiner Let's Plays aktuell aussieht. Meine aktuellen Let's Play-Projekte, die ich jetzt euch zur Verfügung stelle. Die jetzt aktuell für euch zur Verfügung gestellt sind, würde ich sagen. Okay. Also, guckt euch mal rein. Zieht euch das Video rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten, danke fürs Gucken. Wie schon gesagt, eure Meinung in den Kommentaren. Und ich verabschiede mich auch jetzt wieder mit diesem Video und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit meinen Let's Play Videos. Ja, kurzer Schnitt an der Stelle, weil ich hatte da wieder einen Denkaussetzer. Mein Handicap fliegt wieder zu. Und das wollte ich euch sparen und habe das jetzt mal geschnitten an der Stelle. Und wie bereits erwähnt, verabschiede ich mich jetzt von diesem Infovideo und viel Spaß weiterhin mit meinen anderen Let's Play Projekten. Und nochmals Meinung in den Kommentaren und Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und weiterhin viel Spaß mit One Piece, Pokémon und Freedom Planet. Da bald alles vorbei sein, beziehungsweise Pokémon wird noch längere Zeit weiterlaufen. Und dann nach meinem Italien-Urlaub, 13. September, geht es dann weiter mit Naruto, wie ich ja schon in Mario Kart 8 auch erwähnt habe, also auch erwähnen werde. Und an der Woche darauf mit fängt jetzt weiter mit Hyrule Warriors. Seid also bitte dabei. Also bitte auch bei diesem Projekt mit dabei. Und danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und tschüss. Und weiterhin viel Spaß mit meinen Projekten. Ciao.